Weiter geht es mit der Big Bang Theory. Die Rede ist dabei natürlich weder von Sheldon noch von Stephen Hawking. Nein, die Rede ist von einem billigen Actionstreifen mit Antonio Banderas, der von New KSM auch im Blu-ray Steelbook veröffentlicht wurde. Spannend ist wahrscheinlich, dass neben Antonio Banderas bei dem Film auch William Fichtner, Thomas Kretschmann und Snoop Doggy Freaking Dogg dabei sind. Was auch immer. Was ich allerdings extrem schade finde, ist, wir sind jetzt mittlerweile zwar schon beim Buchstaben B angekommen, aber wir haben tatsächlich eines der großen Designverbrechen vor uns, die damals vor einigen Jahren üblich waren. Nein, ich rede in dem Fall nicht einmal von dem blauen Blu-ray-Banner oben. Ich rede von dem großen FSK-Logo, das diesmal fest auf das Steelbook gedruckt wurde. Das werden wir leider noch bei einigen Steelbooks hier in meinem Overview erleben müssen. Ansonsten ist das allerdings ein Steelbook-Artwork, das ich gar nicht einmal so schlecht finde. Es ist zwar relativ schwach, matt und mau gedruckt, sodass beim entsprechenden Lichteinfall schon kaum mehr etwas zu sehen ist. Dafür ist es allerdings ein Steelbook-Artwork, das sehr gut mit dem metallischen Untergrund arbeitet und diesen relativ gut in den Vordergrund stellt, wobei eben FSK-Logo geht gar nicht, genauso wie auch das absolute KSM-Standard-Design auf dem Backcover ziemlich mau ist, obwohl auch hier der metallische Steelbook-Effekt sehr prominent eingesetzt wurde. Lustigerweise ist hier auf dem Backcover, man kann es wirklich schön sehen, wenn ich das Steelbook so bewege, dieser weiße Kasten unten mit den technischen Details und den rechtlichen Hinweisen das einzige, das hier auf dem Backcover wirklich grundiert wurde. Auf dem Frontcover beispielsweise die Haare von Banderas, der Titelschriftzug und noch andere Sachen. Aber das Ganze sieht irgendwie absolut durchschnittlich aus und das ist es auch. Vor allem, wenn wir dann ins Innere vom Steelbook schauen, auf der rechten Seite die Discs sehen und links mitbekommen, dass es kein Innenartwork gibt, dann ist das wirklich ein Steelbook, wo man sagen muss, nein KSM, nein KSM. Fail.